Herzlich willkommen und zurück zu LS17, unser Let's Play auf der Map Silver Suzum. Ja, ihr seht es, wir sind immer noch dabei, Mais zu ernten. Ja, so langsam geht schon fast in die zweite Folge. Es ist sogar, ja, die eine Folge haben wir nicht ganz angefangen. Es ist die zweite Folge, wo wir den Mais machen. Ja, so langsam. Da hinten ist unser Trecker, der immer noch fleißig pflügt. Für die großen Felder nächstes Mal mache ich doch gleich Kürbisbeeren. Er braucht ganz schön lange. So. Oder wollen wir mal gucken, ob unser Helfer das kann. Ich glaube aber nicht, dass unser Helfer das so hinkriegt. Machen wir mal. Ha. Er kostet zwar Geld. Aber fährt er ein oder fährt er? Jetzt bin ich mal gespannt. Fährt er gerade? Ich wusste es, er fährt gerade Urhelfer aus. Wir machen es doch lieber weiterhin selber. So, dann haben wir das hier auch. Ansonsten können wir Curseplay anmachen, ist auch doof. Da haben wir ja gerade wieder nichts zu tun, ne? So. Na egal. Dann machen wir jetzt die Folge, bisschen noch der Folge. Können wir mal gucken. Moment. Zack. Ah, wir sind beim dritten Vorgewende. Da müsste das hier eigentlich schon passen. Wenn wir jetzt den anmachen hier. Das war so klar. Na gut, das ist aber nur die eine Reihe. Die werden wir jetzt nochmal schnell runter eiern. So, und dann können wir ihn hier starten lassen, nämlich. Und dann können wir uns schon gleich ans Werk machen. Wir wollten noch die Saatgutproduktion weiter starten lassen. Da fehlt, glaube ich, derzeit das getrocknete Getreide. So. Jetzt kannst du da ein bisschen weitermachen. Machst du weiter. Ja, komm, wir müssen nicht mal ein bisschen weiter rüber. So, jetzt ist er gerade. Sehr schön. Du bist auch noch fleißig dabei. Das können wir mal ausmachen. Du bist noch bei deinen Vorgewänden, ne? Sehr schön. So, das ist unser Frontlader. Das ist schön. Den brauchen wir auch. So, wo ist unsere Schaufel? Unsere Schaufel. Die müsste. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Und da steht natürlich wieder was davor. Mann, oh Mann, oh Mann. Komm mal so ran hier. So, zack. Dann brauchen wir mal kurz den anderen Trecker. Der mal kurz. Ach, Mist. Nein, dich nicht. Dich wollen wir kurz. Und zwar, du müsstest uns mal den Hänger hier rausholen. So, zack. Dich brauchen wir eigentlich derzeit nicht. Dich können wir schon direkt unter die Saatguttrocknung, Weizentrocknung stellen. Dann kannst du schon mal direkt da verweilen. Wir lassen dich erstmal noch hier. Störst ja hier nicht. Ich glaube, derzeit haben wir hier auch nichts drin, oder? Nein, es fehlt das getrocknete Getreide. Ah, ne. Getrocknete Getreide fehlt gar nicht. Wir trocknen ja da Getreide. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, ich brauche das hier für unsere Saatgutproduktion. So. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Wir müssen. Moment. Ja, jetzt machen wir es gleich richtig.
Du kommst nochmal mit. Wir wollten ja auch unseren Mulde dafür nehmen. So, komm mal kurz her. So, du bleibst kurz hier. Wir müssen hier lang. So, die Mulde nehmen wir jetzt mal mit. Dafür haben wir sie ja. Sie brauchen wir da jetzt noch nicht stehen. So. Ran damit. So. Senken wir die mal. Wow, was war das denn? Falscher Gang drin. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir es hier reingekippt bekommen. Sehr schön. Dann kippen wir die Mulde mal voll. Die kann, glaube ich, 4000 fassen. Habe ich nicht die ganz große genommen, weil ich nicht wusste, ob die unsere Traktoren so schaffen. So. Zack. So. Zack, haben wir fast voll. Sehr schön. Dann können wir direkt noch mit Pelle rein. Ich glaube, das müsste auch reichen. Dann können wir den Rest gleich da wieder reinkippen. Zack. Dann müssen wir nur gucken, ob es klappt. So, das können wir gleich wieder reinkippen hier. Sehr schön. Dich können wir hier noch. Die können wir eigentlich hier stehen lassen, oder? So. Dich können wir hier abkuppeln. So. Dich lassen wir auch hier stehen. Du kannst mal kurz zur Seite fahren. Der macht auch. Ja. Das ist. Ich finde den total toll, unseren DX1611. Aber ich muss sagen, der Platz hier ist ein bisschen kleiner als im Echt. Dieses Vorstück zu unserem Feld ist ein bisschen kleiner als im Echt. Hat er ein bisschen kleiner gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Trotzdem eine sehr schöne Map. Ich finde. Soll ich sagen, mit einer der geilsten Maps. Nur von den Produktionen her ist hier nicht viel los. Das ist okay. Du besinnst dich auf die standardmäßigen Dinge, die wirklich auch ein Bauer macht, der. So, gucken wir mal. Das können wir gut heben, ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das damit auch in unseren Saatgutbehälter, also in unsere Saatgutproduktion reinkippen. Also so war das ja gedacht, dass wir da immer eine Mulde stehen haben mit getrocknetem Getreide und in der anderen Mulde schmeißen wir unser fertiges Dings rein. Da sind wir ein bisschen dicht dran gefahren. Mann, was ist denn los hier? Einmal raus und einmal so. So. Und dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen zurück. Okay. Moment, kann das. Auskippen. Moment. Gut, das hat gepasst. Ist, glaube ich, alles reingegangen. Damit müssen wir uns noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Jetzt ist Getreide drin, aber nichts mehr hiervon. So. 25 Liter. Hier haben wir auch noch einen Kanister. So. Zählt der da oben? Ne, der zählt natürlich nicht, ne?
Mist, jetzt haben wir gar keinen mehr drin. Ach, Mann, Mann, Mann. Mist. So. Ich schrei gleich, ne? So, gucken wir jetzt mal, ob das klappt. Das klappt, das ist sehr schön. So, zack. Sehr schön. Warum gehst du nicht an? Okay, das geht bestimmt in der nächsten Folge wieder an. So, dich können wir hier abstellen, das ist sehr schön. So, machen wir das, das ist okay. Den anderen würde ich sagen, den ziehen wir nochmal ein kleines bisschen nach draußen. So. Kleines bisschen nur, zack. Das ist sehr schön, so. Dann können wir dich eigentlich mal erstmal an der Seite wieder stellen. Oder so, genau, ich stelle mich mal zur Seite hier an. Dann müssen wir mal gucken, was unsere Seemaschinen, die Drecksaat haben. Was steht denn hier? Der Seemaschine können Felder bestellt werden. Wo ist unsere andere? Können Felder bestellt werden. Also müssen wir grubern, würde ich sagen. Und dazu nehmen wir dann den hier. Den können wir schon mal auch direkt zum Feld fahren, dass unsere Felder, jetzt unsere Traktoren nicht die ganze Zeit stillstehen, dass wir schnell die Sachen wieder aufs Feld kriegen, ne? So, komm her hier. Unser schöner kleiner Flug. Da brauchen wir vielleicht auch mal irgendwann einen größeren, aber jetzt reicht das derzeit noch. So, fahren wir mal auch hier hin. So, geht's denn jetzt hier weiter? So, Saatgutproduktion. Noch nicht, noch nicht. Warum nicht? Da muss das wirklich hier oben hin, glaube ich nicht. Doch, da oben muss das hin. Okay. Das sieht doch hier aus wie die Beize. Ach Mist. So. Wir lassen das jetzt einfach mal stehen. So, dann können wir hier schon mal Saatgut wieder verpacken. Das wäre für die... Das muss, Jungs, das muss natürlich auch gemacht werden, das wisst ihr. Wir wollen natürlich sparen, unser eigenes Saatgut herstellen. Zack. So. Wow. Wir hängen fest. Also hier können wir jede Menge. Das geht ratzi-fatzi. Kommen wir kaum hinterher hier mit dem Herstellen. Und zack. Und wie gesagt, gut, ist hier noch drin. Ah, schon fast alle wieder. Okay, dann können wir den hier mal, den Kollegen Zweistein, fahren wir schon mal zum Feld. Kommt nichts, können wir losfahren. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dass wir den anderen mit dem Frontlader lassen wir direkt bei der Saatgutproduktion, dass wir da Saatgut weiterhin herstellen können, weil er schon wieder fast leer ist. Oh, der ist auch nagelneu, ne, unser Flug. Der ist auch... Unser Flug, unser Gruber meine ich. So. Und das geht sich so weit aus, wie ich gedacht habe. Sehr schön.
So. Du kannst hier mal am Feld erstmal stehen bleiben. Oh, er muss abgetankt werden. Schnell. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Der hat auch keine Fehlermeldung reingeschmissen, ne? Okay, dann werden wir den nochmal schnell. Der darf ja unser nicht einholen. So, zack. Wumm. Guten Tag. So. Das wollten wir hier noch speichern. Das ist Feld 74. Flügen. Reicht das Feld 77? Flügen? Ja. Was haben wir gespeichert? Ich fahre mal gleich dazu. Sag die Produktion nochmal. Ah, wir brauchen, glaube ich, bald ein Telelader. Das wäre auch schön. Warum mit dir hier? So. Ah, schon wieder leer. Okay. So, Saatgut. Zack. Zack. X. Und wieder vollgekippt, das ist sehr schön. Dann geht's hier gleich weiter. Mensch, so schnell sind wir doch gar nicht. Der ist gar nicht so reingegangen, wie ich wollte. Jetzt. So. Unsere Pferde von der Tochter. Okay, du hast hier ein bisschen was übersehen. Aber das scheint ja nur hier zu sein. Na, das ist okay. So. Ich fahre mal hier da hinten zur Seite, wo du nicht störst. Du flügst schon, das ist sehr schön. Die Arbeit läuft und läuft und läuft. So, ich packe mal. Packen wir auch mal hier. Wo du nicht störst. Man hat das Rohr nicht eingefahren. So, ist auch nicht schlimm. Er ist am Drehen. Ist er wirklich am Drehen? Ja, sehr schön. Saatgut. Wir müssen jede Menge Saatgut herstellen. Wenn wir die ganzen Felder, ihr wisst, wie viel Saatgut wir gebraucht haben. Dann werde ich lieber ein bisschen mehr herstellen. Aber wir werden ja auch so viel Weizen rauskriegen, wo wir so viel Weizen trocknen können. Ruhe. Zack. So, aber wenn der voll ist, haben wir schon mal 5000 zusammen. Oh, sie stapeln sich schon. Was? So, jetzt. Perfekt. Ah, schon wieder fast nichts mehr drin. So. Das lassen wir noch. So, aber hier läuft die Arbeit, hier läuft die Arbeit auch. Du stehst derzeit nur rum. Die Pferde von meiner Tochter, denen geht's auch gut. Der kann mal was essen. Du wartest auch. Er ist schon wieder voll, ne? Er ist schon wieder voll. Dann werden wir ihn auch mal schnell wieder abtanken. Ich weiß gar nicht, habe ich eingestellt, dass er beim Betanken stehen bleibt. Nein, er fährt weiter. Okay. Fahren wir halt auch schnell mal mit. Deswegen war er, glaube ich, nicht ganz leer. So. Dann können wir den ja in der nächsten Folge schon zum Bauern bringen, ne?
ist er noch? Dominator, immer noch 40%, ne? So. Ja, wir sind vorne nochmal wieder rauf. So. Und weg. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bringen wir den ersten Mais zu Bauer Lührs. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss bei Bürgerm LP.